Herzlich willkommen zu unserer Zugabe am Sonntag Kantate. Wir dürfen heute zu Gast sein in den musikalischen Haushalten in unserer Gemeinde. Wir beginnen bei Familie Merz in Belldorf. Unser Gospelchor wäre ohne sie nicht vorstellbar. Peter Peach leitet diesen Chor seit über 23 Jahren und seit einiger Zeit ist auch seine Tochter Naemi als Sängerin dabei. Jeden Donnerstag treffen sie sich mit den Gospeling Souls in unserem Gemeindehaus. Das sind Menschen aus unserer Kirchengemeinde, aus Schenefeld, Todenbüttel, aus Wacken, aus den verschiedensten Orten in der Nähe und in der näheren Ferne. Alle zusammen in unserem Gemeindehaus in Hanrau-Hademarschen. Um einfach zusammen zu singen, tolle Musik zu machen, nicht nur Gospels. Aber seit 9 Wochen geht das nun nicht mehr. Kantate, singet! Das klappt zurzeit nicht. Donnerstags war Chorabend und jetzt irgendwie doch nicht. Also gut, wir sind ja musikalisch eigentlich auch aufgewachsen mit der Familie. Wir haben immer mit der Familie Musik gemacht in der Schweiz. Zwar kein Gospel, aber Volksmusik ist sowas Ähnliches. Und als ich hier hochkam, irgendwann hat uns der damalige Pastor angesprochen, ein Projekt mit den ein Projekt zu machen, schlussendlich mit den Konfirmanden einen kleinen Chor zu gründen. Die Konfirmanden sind dann weggeblieben und so, wir sind dann geblieben, haben den Gospeling Souls gemacht. Ja, es ist halt einfach auch der Chor, der unheimlich fehlt. Also so, das verbindet einfach unheimlich, es macht super viel Spaß. Okay, durch die Zeit, das hat jetzt natürlich vielleicht auch für uns persönlich ein bisschen was Positives mitgebracht, dass Papa und ich halt ein paar Aufnahmen machen konnten, wo wir vorher einfach nicht die Zeit zu gefunden hätten. Ja, das ist unser Corona-Projekt. Ja. Üben, 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 zu Hause singen, laut sein, reden. Leider geht es ja nicht gemeinsam über Medien zu singen, wirklich gemeinsam. Das hat die Technik noch nicht zustande gebracht. Aber dazu singen, das geht immer. Ich bin daheim, falls du mich suchst und denkst, ich hab dich nicht vermisst. Ich bin daheim, falls du dich fragst, warum ich mich nicht blicken lass und viel verpass. Unsere Welt ist aus den Angeln gehoben durch kleine Moleküle ohne Gefühle. Und doch scheint es mir nicht Zufall zu sein, so daheim.
auf anderen Wegen sich regen und streben. Es ist Zeit. Ja, es ist Zeit, dass die Welt sich einmal anders dreht und die Zeit steht. Unsere Welt ist aus den Angeln gehoben, durch kleine Moleküle ohne Gefühle. Es ist Zeit, dass die Menschen sich gedanklich bewegen, sich hegen und pflegen, dass die Menschen mal auf anderen Wegen sich regen und streben. Es ist Zeit, dass die Welt sich einmal anders dreht und die Zeit stillsteht. Musik daheim. Peter Merz hat Melodie und Text aktuell selbst geschrieben. Inspiriert durch diese Zeit und verbindend in unsere Häuser. Singen verbindet. Miteinander und auch manchmal mit Teilen in sich selbst, die zwischendurch mal verloren gehen. Wir sind eingeladen bei einem Menschen, der Musik zu unterschiedlichsten Gelegenheiten macht. Zu Hause, mit der Familie, mit Freunden, als DJ und auch bei den Pfadfindern in Schenefeld. Ja, hallo, mein Name ist Bernd Krüger und ich mache Musik seit 40 Jahren, 45 Jahren mittlerweile. Und was bedeutet immer Musik? Musik ist ein großer Lebensinhalt, weil du kommst abends gestresst von der Arbeit nach Hause, nimmst dein Instrument in die Hand, sei es auch immer welches, bei mir ist es jetzt die Gitarre, und spielst, und eine halbe Stunde später ist alles wie abgefallen. Also Musik ist für mich ein gutes Stück Lebensinhalt. Ja, fehlt mir Musik im Zeichen von Corona? Ja, schon ein gutes Stück weit. Ich spiele zwar zu Hause auch viel, die üblichen Viertelstunde, die ein Gitarrist zu Hause immer machen sollte, täglich, die spiele ich schon ungefähr, aber mir fehlt das Zusammenspiel mit einem guten Kollegen, mit einem Freund, mit dem ich schon sehr lange zusammen Musik mache. Das fehlt, das zweistimmige Singen und das Zusammenmusizieren, das fehlt mir doch sehr. Ja, wir machen dafür natürlich auch ein kleines bisschen anders Musik, das heißt, mein Sohn spielt Klavier und Akkordeon, meine Tochter ist wieder angefangen mit Gitarre. Wenn sich Gelegenheit ergibt, dann spielen wir auch mal zusammen. Aber richtig viel wird es nicht, weil der eine studiert in Kiel, die andere in Hamburg. So oft sind die auch in diesen Zeiten jetzt gerade nicht hier. Singt. Singt, wenn ihr euch nicht traut vor anderen, dann singt zu Hause, singt in der Küche, singt in der Dusche, singt einfach. Es macht Spaß. My pen.
Thy word is a lamp unto my feet. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Ein wunderschönes Bekenntnis aus Psalm 119. Und damit auch eines der ältesten Lieder, die uns in unseren Bibeln erhalten sind. Nur hier leider ohne Melodie. Dass diese Worte der Psalmen oft auch ohne Melodie sehr gut bei uns ankommen, das merken wir. Worte, die uns berühren, weil wir oft etwas Ähnliches erlebt haben wie die Menschen, die diese Lieder und Texte geschrieben haben, die uns bis heute seit über 3000 Jahren erhalten sind. Manchmal ist es aber auch einfach nur Musik, die unsere Herzen und Seelen zum Singen bringen. Ganz ohne Texte. Und das merke ich in unseren Gottesdiensten gerade zu Beginn und zum Ende, wenn unsere Kirchenmusiker ein Stück auf der Orgel spielen. Ja, mein Name ist Ulrich Rexhausen, ich wohne in Hanau-Hademarschen, gehöre also auch zur Gemeinde Hanau-Hademarschen und habe eine Frau und drei Kinder. Zwei Kinder sind davon schon am Studieren und eine Tochter, die jüngste, die ist 17, die ist noch zu Hause. Die Orgel spiele ich jetzt hier seit 2 Monaten ungefähr. Ich lerne das gerade, habe vorher Musik gelernt, Klavier gelernt als Kind und hatte ungefähr 10 Jahre Klavierunterricht. Dann hatte ich noch Blockflötenunterricht. Die Blockflöte ist eigentlich mein Instrument, was ich ein bisschen besser kann noch und deswegen übe ich auch gerade an der Orgel. Ja, es war nicht schön. Das, was mir besonders fehlt dabei, ist eben dieses gemeinsame Musizieren mit anderen. Die Nähe dabei zu spüren, denn das ist ja auch was, was Musik für mich mit ausmacht. Dieses Verbindende, dieses gemeinsame Tun, aber auch das gemeinsame Spielen und Zuhören mit der Zuhörerschaft, mit den Leuten, die dann tatsächlich auch diese Musik würdigen und genau das würdigen, was wir tun. Das fehlt mir und das wäre das, was mich jetzt auch nach dieser Shutdown-Zeit sehr motiviert, wieder in Kirchen oder vor Publikum dann Musik zu machen. Und immer mit anderen. Zusammen vor allen Dingen. Ja. Denn alleine Musik machen funktioniert immer. Das geht ja auch zu Hause. Aber es ist schön, wenn jemand resümiert, wenn jemand das hört und tatsächlich direkt im gleichen Raum das widerspiegelt, dass er es hört und wirklich. Ja, das bringt was in mir zum Klingen, insofern, als ich glaube, dass jeder Mensch, also sowohl der Musizierende als auch der Zuhörende, etwas Göttliches in sich hat. Und genau diesen Aspekt oder genau diesen Punkt, den trifft die Musik direkt. Worte treffen den zwar auch, also treffen dieses Göttliche zwar auch, aber das geht immer erst über den Verstand und über diese Entschlüsselung. Und ich glaube, die Musik ist der direkte Weg in die Seele und das reizt mich daran ganz besonders, Musik zu machen, Musik zu erfahren, Musik zu hören und auch mit anderen zu teilen. Kantate.
kleine Matrosin, ahoi. Wohin soll die Reise gehen? Nach Norden oder nach Süden, wo die wilden Winde ziehen? Ahoi, kleine Matrosin, ahoi. Wohin soll die Reise gehen? Nach Norden oder nach Süden, wo die wilden Winde ziehen? Und wenn das Meer mal nicht dein Freund ist und der Wind dir die Haare zerzaust und links und rechts nur Richtung ist, fahr einfach geradeaus. Jawohl. Ahoi, kleine Matrosin, ahoi. Wohin soll die Reise gehen? Nach Norden oder nach Süden, wo die wilden Winde ziehen. Mein Name ist Oliver Zemke, ich komme aus Hanau-Hademarschen und ich bin zur Musik gekommen, weil eigentlich meine Familie schon immer musikalisch war. Also wenn man sich den Stammbaum vielleicht mal anschaut, dann ist es so, dass man daraus eine ganz gute Big Band zusammenstellen könnte, auch mit einem entsprechenden Chor, der das Ganze gesanglich dann begleitet. Ich direkt oder jetzt auch Lisa und Lone und Jonna sind eigentlich zur Musik gekommen, dadurch, dass wir viele Jahre mit der EF-Jugend ins Zeltlager gefahren sind und am Lagerfeuer viel gesungen haben und das auch immer noch machen im Rahmen des Familienlagers, das auch einmal im Jahr stattfinden kann. Und ja, generell singen wir dann auch abends in der Jurte mit den Erwachsenen nochmal und haben dadurch irgendwie dadurch manifestiert sich quasi nochmal diese Verbundenheit, die man miteinander hat, indem man halt auch miteinander singt. Ja, Musik bedeutet für mich generell, ja, also Freude zum Ausdruck zu bringen. Dabei ist die Freude umso größer, je mehr Menschen mitmachen. Und wenn es die eigene Familie ist, morgens am Frühstückstisch, wenn dann schon mal lieb geträllert wird, ist das natürlich eine schöne Sache. Und auch wenn die Kleinen halt schon mitmachen, macht das einfach Spaß. Ja. Also für mich ist Gott in der Musik in dem Sinne, dass durch Musik Gemeinschaft entsteht und das Ganze ja, im Zeltlager mit der EF-Jugend seinen Ursprung genommen hat und wir dadurch durch Lieder, die kirchlich verbunden waren, aber auch nicht kirchlich verbunden waren, einfach da diese Verbindung aufgebaut haben und diese starke Gemeinschaft quasi. Singen verbindet. Uns Menschen untereinander und mit Gott. Kantate. Singt dem Herrn ein neues Lied. Singt dem Herrn alle Welt. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich. Das Meer brause und alles, was darin ist. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Es sollen jauchzen alle Bäume im Walde vor dem Herrn, denn er kommt. So weiß es der Beter des 96. Psalms. Die ganze Schöpfung soll sich freuen und singen. Eine Aufforderung, die wir in diesen Tagen wirklich brauchen. Lebensfreude, die brauchen wir wirklich. Und vielleicht auch manchmal einen kleinen Schubser dazu. Jeden Tag neu. Dazu hilft uns die Musik. Mein Name ist Matthias Konstabel. Wie komme ich zur Musik? Das weiß ich, dann fang du sonst erstmal an. Auch damit es einfacher für dich ist. Nein, das ist nicht also einfacher. Also ich bin die Mutter von Du willst wissen, wie wir zur Musik kommen. So, ja, ist ja gut. Und ich heiße Johanna Kraus. Ich habe irgendwann meinen Mädchennamen wieder angenommen. Und ich bin eigentlich immer schon mit Musik groß geworden. Ich habe mit 10 Jahren mit meiner Mutter über einem ganz blöden Rundfunkempfänger gehangen. Und dann haben wir uns das Requiem von Brahms angehört, so über den Tisch gebeugt. Warum ich das konnte, weiß ich nicht. Ich singe, seit ich 7 bin. Und ich singe immer noch, nicht mehr so gut, aber immer noch. Und Musik gehört bei mir einfach dazu. Wenn es mir schon mal ganz dreckig ging, dann habe ich irgendeine CD aufgelegt und mir die Noten genommen und habe eine Viertelstunde gesungen, mir die Seele aus dem Leib gesungen. Und anschließend ging es mir wieder gut. Ich mache auch ganz viel Musik und ich bin zur Musik gekommen schon als kleiner Junge. Meine Eltern, meine Mutter, wie schon gerade vorgestellt, die spielt Klavier. Mein Vater hatte damals den Jazzladen nach Hanau-Hademarschen gegründet und geholt.
Und ich durfte schon als kleiner Junge immer so die erste halbe Stunde der Musik lauschen. Und dadurch wurde mir das schon fast sozusagen in die Wiege gelegt. Ich habe nachher auch als 6-7-Jähriger auch schon angefangen, Klavier zu spielen. Klavierunterricht. Ich konnte zwar keine Noten, aber ich habe dann immer so getan, als würde ich dann da ablesen. Und habe das dann immer viel nach Gehör halt gespielt. Ich singe ja eigentlich alles. Ich singe alles, was mir vor die Füße kommt. Ich sollte in der Elfi die Schöpfung singen in diesem Jahr. Hatte mich ja angemeldet und es wurde ja alles Opfer von Corona. Das hat mir sehr leid getan. Und im Grunde genommen, wenn ich die Schöpfung singe, bin ich ja mit dem Gott per Du letztendlich. Das ist ja die Schöpfungsgeschichte. Und da gibt es für mich eigentlich keine Trennung. Wobei ich gerade so gut, naja, Jazz, Gospel ist auch, das sind ja auch christliche Lieder, nicht? Nein. Ich finde auch, zu einem Gottesdienst gehört auf jeden Fall immer Musik dazu und so, weil es ist, lockert auch auf. Ne? Die Leute erfreuen sich an der Musik. Naja, du brauchst ja nur das TC-Singen nehmen. Das ist ja auch der Gesang in der Gruppe mit Schweigeminuten dazwischen und mit einem Gebet. Du gehst auch hin und steckst deine Kerze in den Sand und kannst deine Gedanken laufen lassen. Aber TC, das ist ja auch der Gesang. Ja, und auch in der Kirche auch dir seinen Sorgen Luft machen durch das Aussingen und durch das, finde ich auf jeden Fall. Ne? Ja. Hm. Musik ist für mich eine Gabe Gottes. Man muss sicherlich schon was dafür einbringen. Nicht jedem wird das einfach so zugeschustert. Man muss Instrumente lernen, man muss sich Saiten kaufen und man muss Unterricht nehmen vielleicht sogar. Ne? Und für mich ist Musik in schlimmen Zeiten, Musik ist für mich in guten Zeiten ein guter Partner, Musik ist für mich in schlechten Zeiten ein guter Unterstützer. Durch die Musik, die Musik erfüllt mich. Ich sage ja, Musik hat mich oft über irgendwelche Klippen hinweggeholfen. Musik ist Medizin, Musik ist wie Salbe auf irgendeine Wunde. Und eben auch Ungezügelte, wenn die nachher grölen, die Besoffenen, ist es ungezügelte Lebensfreude. Also das kannst du auch noch nicht mal übel nehmen. Musik ist Liebe, würde ich sagen. Ne? Musik ist Liebe. John Brown's body has a cold upon his chest. John Brown's baby has a cold upon his chest. John Brown's baby has a cold upon his chest. And his soul goes marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. And his soul goes marching on. John Brown's Kantate, singet. Es ist so vielfältig, welche Seite Musik in unserer Seele anschlägt. Für den einen ist es die Klassik, für die andere Rock oder Metal, für den nächsten ist es eine Oper und für jemand ganz anders ist es Gospel, Jazz, Pop oder vielleicht auch Techno. Selbst wenn man meint, man kann nicht singen, es tut einfach gut. Und zusammen mit anderen Menschen macht es noch mehr Spaß zu singen und zusammen zu musizieren. Wir wissen, dass es derzeit gemeinsam nicht möglich ist, dass wir es nicht dürfen. Und das fällt auch schwer. Doch manche digitalen Chorprojekte zeigen uns derzeit, wie ein digitales Zusammensingen ausschauen kann. Eine kleine Zusammenstellung findet ihr auf unserer Homepage www.kirche-hademarschen.de. Kantate, singet! Egal ob unter der Dusche, im Auto, beim Staubsaugen, am Bett meines Kindes. Es ist ganz egal, ob es ein anderer Mensch hört oder ich es ganz für mich alleine mache. Hauptsache, ich mache es. Und dafür brauche ich die Aufforderung. Kantate. Gott sei Dank. Vielen Dank an alle, die uns in ihre Häuser und ein Stück weit in ihre Seele haben schauen lassen. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Sonntag und eine behütete Woche. Bis bald.